ist Pudding-Vegetarier. Hört sich ja erstmal nicht schlecht an. Diese ernähren sich weitgehend von verarbeiteten und erhitzten Fertigprodukten. Gut, ne? Ich habe jetzt anderes erwartet. Guten Morgen. Das schöne Wochenende ist schon wieder vorbei. Da bin ich auch so traurig wie ich. Der Alltag geht wieder los. Voila. Da kommt mir schon ein Tablett entgegen. Ja. Ist da noch was in der Küche? Ja. 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 Guck mal, das mal, ne? Blödchen. Nur noch meins, glaube ich. Panini-Brötchen. Aufgeschnitten ist das schon. Dann war es das. Dann werden wir jetzt frühstücken. Und euch wünsche ich einen guten Start in die Woche. Wir sehen uns. Heute war mal wieder der Kantinentag. Und hier seht ihr das überkrasse, krasse, krasse, krasse Mittagessen. ja, war ein bisschen spärlich heute. Es gab einfach nur Nudeln mit so einer Ketchup-Soße, Tomatensoße, ja. Und da seht ihr es nochmal, was war das? Stracciatella-Quark. Ja. Der hat gar nicht geschmeckt hat. Also dagegen war das Essen noch lecker. Aber was soll's, ne? Abend, Leute. Es ist schon wieder soweit, ja. Zeit fürs Abendbrot. Hatte ich schon ein bisschen eher. Naja, wir haben 6 Uhr. Sollte man ja eh immer Abendbrot essen, ne? Aber wir haben noch richtig Hunger. Weil, ne, in der Kantine war ja heute mal eher so mittelmäßig, ne? Also, ne, nicht gut, nicht gut. Ich stelle euch mal eben hier hin, ne? Ihr steht immer auf dieser Säule. Machen wir jetzt mal ein Armbrot zusammen, ne? Brötchen sind nämlich schon fertig. Klingelingeling. Und das ist Tellerchen. Messer. Auge juckt. Wir nehmen euch eine Banane. Eine halbe Banane. Und die Dose. Da sollte dann alles drin sein, ne? Dann haben wir hier. Ja, ich esse 2 Brötchen, ernsthaft. Weil, ne, diese Nudeln, die haben mich gesättigt. Ja, gar nicht. Wenn wir jetzt mal lecker Abendbrot essen und ein bisschen quatschen. Und dann geht's für euch auch schon hier morgen weiter. Schönen Abend noch! Willkommen zu Lernen mit Sassi, wo ihr alles rund um Ernährung, Körper und Nahrungsmittel erfahrt. Bleibt dran! Hallöchen, meine Lieben! Willkommen zum ersten Lernen mit Sassi. Legen wir auch direkt los. Nein, wir haben nicht 4:04 Uhr. Die Uhrzeit ist irgendwie falsch eingestellt. Egal. Wir befinden uns auf der Debinet-Seite, Deutsches Ernährungsberatungs- und Informationsnetz. Okay, hört sich schon mal sehr gut an. Dann bin ich hier links, wie ihr seht, auf Ernährungstipps gegangen. Ist schon hier geöffnet. Da habe ich was gefunden, nämlich passend für mich und garantiert auch für viele andere. Vegetarismus, ja. Ich bin ja Vegetarier. Vielleicht interessiert es einige von euch auch. Falls nicht, ich mache natürlich jetzt nicht jede Woche was über Vegetarier. Ne, also es betrifft allgemein die Ernährung. Es ist jetzt Zufall gewesen, dass ich das gefunden habe. Als erstes schauen wir uns mal kurz die Definition an.
Da steht nämlich Folgendes. Klar, ne? Ernähren sich ausschließlich oder vorwiegend von pflanzlichen Lebensmitteln und verzichten weitgehend auf tierische Produkte. Jetzt haben wir hier die Einteilung. Das ist die erste Gruppe. Empfehlenswert. Teil- und Halbvegetarier. Diese verzichten nur teilweise auf Fleisch und Geflügel, Fisch und Meerestiere sowie daraus hergestellte Produkte. Die klassischen drei. Avolacto-Vegetarier. Neben pflanzlicher Kost werden auch Milch- und Milchprodukte sowie Eier verzehrt. Jedoch enthalten sich Ovolacto-Vegetarier des Verzehrs von Fleisch, darunter auch Geflügel, Fisch und Meerestieren. Lacto-Vegetarier. Die Ernährung ähnelt der von Ovolacto-Vegetariern, jedoch wird zusätzlich der Genuss von Eiern aufgegeben. Veganer, ich denke mal, das ist am bekanntesten nach dem Vegetarier oder auch vor dem Vegetarier. Die Ernährung des Veganers besteht ausschließlich aus Pflanzenkost. Tierische Produkte wie Fleisch, Fisch und Meerestieren, Milch und Milchprodukte, Eier und sogar Honig werden abgelehnt. Dann kommen wir zur Gruppe 2, wenig bis nicht empfehlenswert. Rohköstler, strenge Vegetarier. Eventuell vegan ausgerichtetes Essen, ausschließlich ungekocht und nicht verarbeitete Lebensmittel, darunter Früchte, Gemüse, Nüsse, Samenfrüchte sowie geprostetes Getreide und Hülsenfrüchte. Bei seltenen Gelegenheiten verzehren Rohköstler auch unpasteurisierte Milchprodukte und eventuell sogar Rohfleisch und Rundfisch. Lecker. Makrobiotika. Die Ernährung stützt sich hauptsächlich auf Getreide, Hülsenfrüchte und Gemüse. In etwa geringem Umfang werden auch Früchte, Nüsse und Samen gegessen. Manche Makrobiotika verzehren geringe Mengen Fisch. Okay. Gruppe 3. Abzulehnen. Da gibt es nur zwei. Fruktaner, strenge Form der Veganer, verzehren ausschließlich Früchte, Nüsse und Samen. Und der zweite ist Pudding-Vegetarier. Hört sich ja erstmal nicht schlecht an. Diese ernähren sich weitgehend von verarbeiteten und erhitzten Fertigprodukten. Gut, ne? Ich habe jetzt anderes erwartet. gut, dann schauen wir uns mal, gehen wir mal zurück. Dann schauen wir uns hier mal Ernährungsberatung von Vegetariern an. Ja. Ernährungsberatung von Vegetariern. Gut, jetzt steht hier, dass man sich sowieso eine Ernährungsberatung holen sollte, wenn man Vegetarier wird oder Veganer oder ne, was wir gerade gelernt haben, Lacto, Ovo und habt ihr nicht gesehen, ne, weil man ist ja immer ein Neuling auf dem Gebiet. Ja, gut. Gesunder Ernährungsplan für Vegetarier. Nutzen Sie die gesamte Bandbreite an Lebensmitteln. Vollkornprodukte, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und falls gewünscht Milchprodukte und Eier. Verzichten Sie möglichst oft auf stark gesüßtes, natriumreiches, fettreiche Lebensmittel. Wählen Sie aus der großen Auswahl an Obst und Gemüse. Als Lacto-Vegetarier oder Ovo-Lacto-Vegetarier sollten Sie fettarme Milchprodukte aussuchen und Eier und Milchprodukte mäßig verzehren. Gerade als Veganer sollten Sie regelmäßig eine Vitamin B12-Quelle zuführen. Und falls Sie sich nur wenig im Freien aufhalten, wäre es sinnvoll, mit dem Arzt abzuklären, ob Sie eventuell Vitamin D-Supplemente brauchen. Okay, wisst ihr Bescheid. Jetzt haben wir hier den Nährstoffbedarf. Das ist nach der Einschätzung der amerikanischen Gesellschaft für Ernährung. Dann machen wir jetzt noch das erste. Protein. Gerade Veganer riskieren leicht einen Proteinmangel, insbesondere dann, wenn die Proteine hauptsächlich aus eher schlecht verdaulichen Lebensmittelquellen bezogen werden, wie einigen Getreidesorten und manchen Hülsenfrüchten, kann sich eventuell der Bedarf erhöhen. Hier ist jetzt eine Tabelle, die zeigt eine Portion auf 100 Gramm. Wollen wir mal gucken, was das meiste hat, also am meisten Eiweiß enthalten zum Beispiel Sojaklöße, Mungobohnen, Erdnüsse, Mozzarella, Kräuterquark und Tofu. Und am geringsten Rosenkohl, Milch, Linsen, Zuckererbsen und Eier. Oh, das ist jetzt hier auf 100 Gramm gerechnet worden. Ja.
Machen wir noch als allerletztes den kurzen Abschnitt Eisen. Der Bedarf von Vegetariern ist um den Faktor 1,8 erhöht, da Eisen aus Pflanzen schlechter aufgenommen wird als Eisen aus tierischen Produkten. Phytatiumgetreide hemmen die Aufnahme. Jedoch wird durch Keimen von Getreidekörnern, auch von Bohnen und Samenfrüchten sowie Säuren und Brotteigen, die Eisenverfügbarkeit verbessert. Auch Vitamin C aus Früchten fördern die Eisennutzung. Auf längere Sicht stellt sich der Körper wahrscheinlich auf das geringere Angebot ein, indem er mehr Eisen aufnimmt und weniger abgibt. Eine Eisenmangelanämie trifft bei Vegetariern genauso häufig wie bei Nicht-Vegetariern. Das ist ja schon mal beruhigend. Gut, meine Lieben, das war's jetzt auch schon. Soll ja immer nur ein kurzer Abschnitt sein. Es war eigentlich jetzt schon so mehr als ich wollte. Als nächstes würde jetzt noch Zink dran kommen, Jod, Calcium, Vitamin D, Vitamin B12. Falls ihr da Lust drauf habt, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch oder hinterlasst mir einen Kommentar. Falls ihr andere Themenvorschläge habt, sprich Ernährung, was den Körper betrifft, Sport, Diäten, die ich vorstellen kann, gerne damit in die Kommentare. Das werde ich dann machen. So weiß ich, ja, für was ihr euch interessiert. Dass das jetzt vegetarisch war, war reiner Zufall. Gut, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ciao, ciao!